Hey Leute, ja, willkommen zurück zu Goldzahn 2 und ich bin sehr genervt, weil den Party habe ich schon mal aufgenommen und der ist wirklich voller Quatscherei und das voll übel anstrengend und alles. Und ja, ungefähr 8 oder 9 Minuten lang hat es nur gerauscht wegen diesem Scheiß-Headset, ich hasse es. So, alles nochmal von vorne. Ich bin froh, dass du dein Versprechen gehalten hast, Felix. Also gut, lasst uns hören, was er zu sagen hat. Was sollen wir sagen, Isaac? Hat Felix dir jemals Leid zugetan? Haben wir jemals gegen dich gekämpft? Felix ist dir zwar aus dem Weg gegangen, aber er hatte nie die Absicht, gegen dich zu kämpfen. Und im Jupiterleuchtturm war er uns eine große Hilfe. Isaac hat sich um Jenna ununterbrochen Sorgen gemacht, seit dieser ganze Albtraum begann. Wie konnte sie einfach so vor ihm davonlaufen? Sie hatte Angst, dass sie hätte kämpfen müssen, wenn wir auf euch getroffen wären. So etwas wollte sie niemals tun müssen. Das weiß ich jetzt, aber das erklärt noch lange nicht euer Vorgehen. Felix hat seine Heimatstadt Vale verraten, deswegen konnte er Isaac nicht gegenübertreten. Felix hatte gehofft, er könne die Rolle des Bösewichts allein übernehmen, ohne Jenna oder mich in die Sache hineinzuziehen. Er hat Vale verraten? Kran, wovon sprichst du? Er hat sich geschworen, die Elementarsterne zu stehlen und die Leuchtfeuer der 4 Leuchttürme zu entzünden. Das war es, was Arturus und Minardi versucht haben zu tun. Warum habt ihr ihnen geholfen? Die Leben unserer Eltern standen auf dem Spiel, wir mussten helfen. Eltern? Aber eure Eltern sind vor 3 Jahren während des großen Sturms gestorben. In dieser Nacht haben Arturus und seine Männer das Heiligtum von Sol überfallen. Der Sturm war ihr Werk. Garrett, du hast in jener Nacht 2 Fremde gesehen, Satorus und Minardi. Sie waren die einzigen Überlebenden von Satorus Überfallskommando. Sie konnten das Geheimnis des Heiligtums von Sol nicht ergründen. Durch ihr Versagen haben sie auch diesen Sturm ausgelöst. Jeder dachte, du wärst von dem Felsen getötet worden, Felix. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich herausfand, dass du noch im Leben warst. Tatsächlich wurde an diesem Tag niemand von dem Felsen getötet. Das heißt also... Sekunde mal, Kran, sagtest du eben, dass niemand von dem Felsen getötet wurde? Aber was ist mit Isaacs Eltern und den Eltern von Jenna und Felix? Ich dachte, sie wären an jedem Tag gestorben. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, wenn Felix überlebt hat, haben es Kai und die anderen vielleicht auch geschafft. Warum habt ihr uns nicht gesagt? Wir hätten zusammenarbeiten können, um eure Eltern zu retten, oder nicht? Ja, bedenke, dass unser Abenteuer gerade erst begonnen hatte und wir nicht stark genug waren. Aber es hatte noch mehr. Aber es geht um noch mehr. Er hatte noch einen Grund, die Leuchtfeuer zu entfachen. Wenn die Leuchtfeuer nicht alle entfacht werden, wird Veyard den Weg der Vernichtung gehen. Vernichtung? Aber wie? Warum? König Hydros, der Herrscher über Lemuria, behauptet, dass unsere Welt stetig kleiner wird. Elementare Energie treibt das Wachstum der Zivilisation voran. Ohne sie würden wir und unsere Welt vergehen. Und all dies nur, weil die Leuchttürme nicht erstrahlen. Aufgrund meiner Forschung kann ich sagen, dass dies wohl tatsächlich der Fall ist. Aber du sagtest doch, dass die Welt am Ende wäre, wenn die 4 Leuchttürme erst wieder strahlen würden. Das mag auch wahr sein, aber wenn wir nichts unternehmen, wird die Welt auf jeden Fall ihrem vorzeitigen Ende entgegendriften. Auf das Ende der Welt warten oder das versehentliche selbst herbeiführen. Tolle Auswahl. Nichts ist gewiss, das natürliche Ende der Welt kann nicht abgewendet werden. Aber wir können dagegen kämpfen, dass die Welt durch die Taten der Menschen vergeht. Felix, das wusstest du? Du hast ihnen geholfen, weil du wusstest, was geschehen würde? Du bist viel cleverer, als ich dich in Erinnerung hätte. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich hätte dir doch helfen können. Zuvor hättest du es sicher ganz anders gesehen, Isaac. Es hätte bedeutet, die heiligen Lehren von Vale zu missachten. Nachdem wir jetzt alles wissen, sollten wir nicht besser gehen? Hammer! Ich grüße euch. Hammer, du kennst Isaac und seine Freunde auch? Wir trafen uns am Tempel am Rande der Wüste von Lamakan. Ich bin Hammer, Nachkomme der Animus. Ich wurde in Contigo geboren und in mir lebt die Kraft der Animus weiter. Hey, wir haben herausgefunden, dass dies der Ort war, an dem Ivan geboren wurde. Ja, wir haben auch erfahren, dass er seine Schwester hat. Schwester, meinst du etwa? Das bin ich, ja. Nicht jetzt, Ivan, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. 3 Leuchttürme erstrahlen wieder, die Elemente sind aus dem Gleichgewicht geraten. Jupiter wird stärker und der Norden wird mit jedem Moment kälter. Ihr müsst so schnell wie möglich den Marsleuchtturm erreichen. Entfacht sein Feuer, bevor ganz Veyard von Eis bedeckt wird. Bedeckt wird. Der Marsleuchtturm, Herr Gatti hat den Marsstellen, er ist bereits auf dem Weg dorthin. Ich bezweifle, dass sie in der Lage sein werden, das Feuer zu entfachen. Warum dies? Es gibt eine mächtige Kraft, die es zu verhindern sucht, dass das Feuer des Mars wieder entzündet wird. Auch ihr werdet versagen, es sei denn, ihr vereint eure Kräfte und kämpft gemeinsam. Das ist nicht gut, wir müssen gehen, sofort. Ich hatte gehofft, dass ihr so reagieren würdet. Ich habe ein Geschenk für euch, das euch auf dem Weg zum Marsleuchtturm helfen wird. Aber ich muss euch jetzt verlassen. Wir treffen uns am Meeresarm. Es tut mir leid, dass wir den Venusleuchtturm verlassen haben, ohne nach dir zu sehen. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Wenn dies alles vorüber ist, können wir vielleicht alle gemeinsam auf Reisen gehen. Hey Jenna, du wirkst sehr ruhig, wenn man bedenkt, dass wir mit Hochdruck nach unseren Feinden suchen. Ich bin jedenfalls erleichtert, dass wir unsere Differenzen beigelegt haben. Ich auch, Mia. Gegen einen gemeinsamen Feind hätten wir sonst nicht bestehen können.
Ja, ich glaube, auch ich bin froh darüber, dass wir nicht gegen Felix kämpfen müssen. Hör zu, dies ist nun Felix' Aufgabe. Wir werden tun, was wir können, um zu helfen. Bist du denn nicht glücklich? Alles und jeder ist nun wieder fein, so soll es sein. Aber Hammer wartet auf uns. Gehen wir zu unserem Schiff. Genau, Leute. Jetzt haben wir unsere Freunde. Die sind alle sogar ungefähr unser Level. Sehr geil. Und die haben auch ganz viel Zeug dabei hier. Schnappperlen, Levitatstein, hier haben wir Parajuwel, Schwebestein für Telekinese, Ball der Kraft für Kraftwelle, Tarnkappe, was wir nicht brauchen, aber hier haben wir noch Eiskristall und Regentropfen. Und, ja, holen wir uns einfach mal den Djinn, der hier versteckt war in diesem Baumstumpf. Nämlich, habe ich erzählt, man braucht Kraftwelle und dann siehe hin. Bam! Und da kommt er rausgehoppelt. So, unser nächster Mars-Djinn. Der Mars-Djinn Glanz folgt Aaron. Oh, ach so, ja. Blendet Gegner und schlägt hart zu. Ich würde sagen, ich mache einfach mal so und hole noch den nächsten Djinn. Hier sind wir eigentlich fertig in Contigo und können hier durch. Und bei diesem Meeresarm, da ist nun das nächste Ziel und auch der nächste Djinn. Ach mal, ich habe jetzt keinen Bock auf den Kampf. Zack. So. Hier haben wir unseren Kumpel, den Djinn. Aber erstmal kann ich ja noch wieder einen Tüller hier hinsetzen und Verschieber. So. Was ist denn das? Tarnkappe. Achso. So, dann brauchen wir einmal Telekinese. Und Zyklon. Und schon haben wir den Djinn freigelegt. Und auch der ist lieb und möchte nicht kämpfen. Der Venus-Djinn Geode folgt Isaac. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal mit den Djinns hier. Ah ja. Wie ich es mir gedacht habe. Ich ordne die erstmal auf. Fuck. Zack. Fackel auf da. Cast. Smog. Quelle. Quarz. So, fuck, das war falsch. Zau dahin. Sturm kommt dahin. Esse und Blut. So, dann hier zum Beispiel Granit. Erzeugt eine mächtige Erdbarriere, das ist gut. Und auch Flamme. Das ist auch sowas wie Umbra. Kann ich also auch sehr gut gebrauchen. Wobei. Dann Geode braucht auf jeden Fall Felix. Gehen wir für Petra. Marmor kann auch weg. Dafür bekommt er. Kiesel bekommt er dafür. Hier noch irgendwas Geiles. Quelle stellt KP von allen wieder her. Das ist sehr gut. Zack. Belebt besiegten Freund auch sehr gut. Aber Tau kann man auch noch gut gebrauchen. Nehmen wir für Raureif. So, dann Glanz blendet Gegner und schlägt hart zu. Gehen wir erstmal Garrett, mal schauen. Machen wir einfach für Funke. So, die Djinns werden soweit fertig. Müssen wir nur noch die Items festlegen. Können wir eigentlich alles ausrüsten. So, der Kriegsring, den geben wir einfach mal Jenna. Ja, genau. So, das Mithrilhemd hebt Verteidigung und KP. Gehen wir Felix. So, dann... Ja, Garrett, der verflucht sich durch seine ganzen Ausrüstungsgegenstände. Aber er hat ja den Priesterring, wodurch hier die Wirkung des Fluchs aufgehoben wird. Jetzt haben wir noch ein Laufhemd. Können wir Jenna und Aaron geben, glaube ich. Ja, geben wir Jenna und Aaron. Ist noch irgendwas? Nein. Hier, schöne Equipment hier. Schlafring, naja, Mithrilhemd. Verteidigung und KP geben wir Cosma. Dann noch das Zeug von mir. Und hier haben wir auch nochmal
Laufhemd. Das bekommt dann Aaron. Ja, alles klar. Können wir jetzt direkt weiter zum Schiff. Und da, wie wir sehen können, sind jetzt so die Flügel angebaut. Ich habe auf dich gewartet, Felix. Sieh dir dein Schiff an. Jetzt, da ich Flügel geschenkt wurden, werden alle Hindernisse für immer verschwinden. Doch es sind nicht die Flügel allein, die eurem Schiff die Kraft zu fliegen verleihen. Synergie ist die Kraft, welche die Flügel der Animus antreibt. Wenn das Schiff fliegen soll, müsst ihr eure Gedanken vereinen und fokussieren. Ihr habt doch vor kurzem das Schamandorf besucht, oder? Es ist jetzt an der Zeit, die Kraft, die ihr dort erhalten habt, einzusetzen. Jetzt nutzt die Kraft des Luftkissens, um euer Schiff von der Schwerkraft zu befreien. Anfangs solltet ihr das Schiff nicht allzu hoch oder allzu weit bewegen. Es wird auch nicht ganz einfach sein, aber damit ist sicherlich zu rechnen. Immerhin ist dies euer erster Flug. Euer Auftrag sollte nicht mehr verlangen. Ja, wir können jetzt weiter und... Achso, der Typ, der labert nur und will uns genau hier was überreichen. Ein Orichalkum, was zum Schmieden, cool. So, auf geht's und losgefliegt. Jetzt können wir über diese Blöcke da. Was? Nicht höher fliegen, Hammer fliegen. Cosma, was los? Du siehst nicht glücklich aus. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch auf Idejima gesagt habe, ich hätte meine ganz eigenen Gründe für die Reise? Du warst so verschlossen, wirst du es uns jetzt sagen? Du ziehst es vor zu schweigen? Gut, du musst es uns nicht sagen, wenn du nicht bereit bist. Ich dachte, dass ich am Jupiterleuchtturm erfahren würde, wer ich bin. Ich erinnere mich daran, wie die Leute in La Livero erzählt haben, dass Cosma vom Himmel fiel. Mein ganzes Leben lang suche ich nach einer Antwort. Wo wurde ich geboren und warum wurde ich verstoßen? Du wusstest, dass Felix irgendwann den Jupiterleuchtturm erreichen würde. Daher bist du mit ihm gegangen. Doch du hast keine Antwort gefunden, nicht wahr, Cosma? Es tut mir leid, Cosma. Ich war so aufgebracht, darüber Contigo gefunden zu haben, dass ich deine Gefühle nicht bedacht habe. Was, warum sind wir plötzlich also bedrückt? Faran hat Cosma wie seine eigene Tochter großgezogen. Er hat sich seit dem Tag, an dem er sie gefunden hat, um sie gekümmert. Ja, das ist wahr, aber... Aber du kannst dich selbst niemals als seine wahre Tochter fühlen. Geht es darum? Garrett, das ist nun wirklich nicht besonders feinfühlig. Nein, er hat recht. Ich an ihrer Stelle würde auch gerne meine wirklichen Eltern kennenlernen, egal wie fürsorglich Faran gewesen sein mag. So denkst du also? Wäre ich an deiner Stelle, würde mich das wirklich nicht weiter kümmern. Cosma, du kannst das nicht wissen. Aber du und ich, wir sind sehr ähnlich. Was meinst du damit? Nun, es ist nicht die gleiche Situation, aber... Ich wurde in einem sehr armen Dorf geboren. Meine Erinnerungen sind verschleiert, aber an manches kann ich mich erinnern. Ich war erst 4, als Barbie mich unter seine Fittiche nahm. Selbst als ich noch sehr jung war, war ich überaus intelligent. Barbie hatte von mir gehört. Und Barbie brachte dich nach Tolby, wo du erzogen wurdest, um Gelehrter zu werden. Ich wurde schon früh von meinen Eltern getrennt. Ich habe niemals den Trost einer wahren Familie erfahren. Faran war für mich immer wie ein Vater. Ich hatte sicher sehr großes Glück. Das könnte man sagen. Vielen Dank, Rani. Jetzt fühle ich mich besser. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wir sollten uns jetzt besser beeilen. Gehen wir, Felix. Ja, Leute, wir können jetzt die ganze Zeit fliegen und dabei kommen keine Monster und wir können auch noch vorspulen, weil es dann viel geiler ist. Wir gehen jetzt zuerst nach hier unten, denn da wird der erste, nächste Djinn sein. So, hier kann man sogar ganz gechillt hier auf Land fliegen, ist ganz cool. So, sehr schön. Ich mache mal ein Safe-Set, weil hier gibt es einen Bug in diesem Gebiet. Der Bug, der ist wirklich grässlich. Ich sag jetzt wirklich mal grässlich. So, Telekinese. Kann ich hier direkt lang? Hör, was bringt mir das jetzt? War hier kein Djinn? Warte mal, hör. Genau, hier ist das. Ich glaube, da ist der Djinn. Oder eine Kiste oder was? Oh Mann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die ganzen Leute von mir wollen. Zack. Da. Wenn jetzt doch der Djinn schon hier ist, dann raste ich aus. Ne, eine Kiste. Also war hier gar kein Djinn oder was? Nein, wohl nicht. Naja, okay, dann war das ein Fail von mir. Ist ja nicht schlimm. Aber Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache dann im nächsten Part weiter. Dann sammeln wir weitere Djinns. Nur noch schnell zum Schiff. So, einmal noch raus. So, alles klar. Ja, Leute, im nächsten Part gehen wir dann weiter auf Djinnjagd und dann freuen wir uns alle drauf. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.